von euch wissen bestimmt, dass ich als Programmiererin in der Games-Branche arbeite. Ich habe Informatik studiert, arbeite in einem Studio, ich bin gut vernetzt und trotzdem gibt es eine Parallelwelt, von der ich bisher gar nichts wusste. Und ich bin da nicht alleine, KollegInnen von mir geht's genauso. Millionen GamerInnen spielen hier Tag für Tag miteinander. EntwicklerInnen haben einfach so Zugang zu einem riesigen Publikum und die Chance, viel Geld zu verdienen. Und das ist so lukrativ, dass es ganze Studios gibt, die sich nur mit der Entwicklung von Games in dieser Parallelwelt beschäftigen. Und genau deswegen werde ich mir Roblox mal genauer anschauen. Das ist eine Plattform, auf der ihr nicht nur spielen, sondern auch selbst Games entwickeln und veröffentlichen könnt. Ihr könnt zum Beispiel euer Zuhause nachbauen. Ich habe das mal mit unserem Studio gemacht. Und wie das geht, zeige ich euch nachher in einem kleinen Tutorial. Und das kann sich lohnen. Als Roblox-Entwicklerin kann man ordentlich Geld machen. 17-Jähriger verdient in 2 Jahren 100.000 Dollar. 21-Jähriger finanziert 300.000 Dollar Studium in ein paar Monaten. 24-Jähriger wird Millionär und gründet eigenes Spieleentwicklungsstudio. Das sind natürlich die krassen Erfolgsgeschichten. Die Chancen, dass ihr einfach mal so einen Roblox-Mega-Millionen-Hit aus dem Ärmel schüttelt, sind ungefähr genauso groß, wie über Nacht riesig auf YouTube zu werden. Ich finde, dass möglichst viele Menschen Zugang zur Spieleentwicklung kriegen sollten. Denn bevor ich angefangen habe, habe ich selber gedacht, dass es mega schwer ist, dort Fuß zu fassen. Und ich merke heute noch, dass viele Menschen gar nicht so richtig wissen, wie die Spiele entstehen, die sie jeden Tag spielen. Das denkt die Gesellschaft. Games entwickeln? Nee, ich zock den ganzen Tag. Das denken meine Freundinnen. Seit ich die Engine gemoddet habe, buggt der Automated Recall zwar, aber dafür kriegt meine GPU jetzt 128-faches Anti-Aliasing hin. Das denke ich selbst. Ich kann Kreaturen zum Leben erwecken. Ich kann ganze Welten erschaffen. Ich bin allmächtig! Das mache ich wirklich. 99 bucks in the code, 99 bucks in the code, take one down, patch it around, 300 bucks in the code, 300 bucks in the code. Roblox kann ein guter Einstieg sein und in manchen Bereichen feiere ich Roblox richtig. In anderen Bereichen stinkt die Plattform aber eher ab. Ich sag euch heute, welche das sind und ich nehme euch mit auf eine Tour durch unser So Many Tabs Studio auf Roblox. Das Wichtigste zuerst. Roblox ist kein Spiel, sondern eine Plattform, auf der ihr Spiele erstellen und veröffentlichen könnt. Quasi wie YouTube, nur halt nicht für Videos, sondern für Spiele. Ihr kennt bestimmt andere Spieleplattformen wie Steam oder den Epic Store. Roblox lässt sich zwar schon mit denen vergleichen, unterscheidet sich aber in 2 wichtigen Punkten. Denn zum einen stellt das Unternehmen hinter Roblox eine Engine zur Verfügung, also quasi das Codegerüst, mit der alle EntwicklerInnen die Spiele bauen müssen. Und zum anderen, das ist für SpielerInnen der entscheidende Unterschied, sind viele Spiele bei Roblox erstmal kostenlos. Wenn ihr bisher noch nie von Roblox gehört habt, dann fragt mal Menschen, die ein paar Jahre jünger sind als ihr. Und ja, die Roblox-Let's Plays bei YouTube sehen erstmal bunter und kindlicher aus als das, was GNU oder Pizmeet machen. Aber das hat halt auch etwas mit der jüngeren Community von Roblox zu tun. Weil Roblox im März in den USA für mehr als 35 Milliarden Dollar an die Börse gegangen ist, hat die Roblox Corporation, also das Unternehmen hinter Roblox, ihre Zahlen offengelegt. Dadurch haben wir einen ziemlich guten Eindruck von der Community. Über 30 Millionen Menschen tummeln sich täglich auf der Plattform und dann verbringen sie im Durchschnitt 2,5 Stunden hier. Ein Drittel kommt aus den USA und Kanada, ein Drittel aus Europa und ein Drittel verteilt sich auf den Rest der Welt. 2 von 3 NutzerInnen sind unter 16 Jahre alt. Und das, was ich am krassesten finde, auf Roblox gibt es insgesamt über 18 Millionen Spiele. Die Zahlen sind von 2020, den ganzen Bericht findet ihr in der Infobox. Auf Roblox findet ihr alle möglichen Spiele, vom RPG über Jump'n'Runs bis zum Shooter. Hier mal eine Liste mit Spielen, die alle mindestens 1 Milliarde Mal gespielt wurden. Ja, richtig gehört, Milliarden! An der Spitze der Liste das Rollenspiel Meep City, das Jump'n'Run Tower of Hell und die Haustiersimulation Adopt Me. Ich weiß zwar nicht genau, wie oft die Spiele gespielt wurden, die ich bisher gemacht habe, aber sagen wir mal so, der Balken in der Grafik wäre ziemlich klein. Aber wie genau funktionieren die beliebtesten Spiele auf Roblox? Ich habe mir die mal genau angeschaut. Das mit Abstand beliebteste Spiel bei Roblox ist Adopt Me. Ihr lasst Haustiere aus Eiern schlüpfen, müsst sie füttern, pflegen und zu immer größeren Tieren entwickeln. Und die könnt ihr mit anderen SpielerInnen tauschen oder für Ingame-Währung kaufen. Tower of Hell ist ein Obby, also ein Obstacle Course, in dem es darum geht, bis zum Ende des Turms zu laufen und zu springen. Ein klassisches Jump'n'Run, das ihr mit euren FreundInnen zusammenspielen könnt. In Meep City baut ihr euer eigenes Haus, kümmert euch um eure Haustiere, geht angeln, schmeißt Partys. Ein bisschen wie Animal Crossing also, nur eben auf Roblox. Und es gibt Millionen Spiele mehr. Und so habe ich mir gedacht, das ist Roblox, da kann man Spiele entwickeln. Ich bin Katrin, die kann Spiele entwickeln, also probiere ich das mal aus und zeige euch, wie es geht.
Zuerst müsst ihr Roblox Studio runterladen. Das könnt ihr einfach in eine Suchmaschine eingeben. Und hier auf Erstelle etwas könnt ihr draufklicken und dann Roblox Studio runterladen. Ganz am Anfang ist da erstmal nur der Spawnpoint, auf dem man startet, wenn man auf Play drückt. Und tatsächlich können wir auch direkt auf Play drücken und schon mal losspielen. Und wir können schon rumlaufen, wir können die Kamera schon bewegen. Wenn ich das gleiche in Unity zum Beispiel machen würde, dann hätte ich erstmal noch nichts, dann wäre da keine Spielfigur oder so und auch keine Kamera, die sich bewegen würde. So, und jetzt können wir anfangen, unsere Szene zu bearbeiten. Hier oben kann ich auf Part klicken und da kann ich verschiedene Gegenstände schon mal spawnen. Jetzt wollen wir mal ein paar coole 3D-Modelle platzieren. Und dazu kann ich mir aus der Toolbox welche aussuchen. Das kann ich mir hier irgendwo hin platzieren und da ist das Bett auch schon. Als ich das Spiel So Many Jumps angefangen habe, habe ich auch zuerst einfach mal das Studio nachgebaut und bin dann schon so ein bisschen drin rumgelaufen und dachte dann, ach, es wäre doch eigentlich total lustig, wenn man ganz, ganz klein wäre und da quasi das Bett erstmal erklimmen muss. Und deshalb habe ich dann danach alles ganz groß gescaled. Also die Figur selber ist immer noch genauso groß, aber alles andere ist einfach riesig, riesig geworden. Wenn ihr eine Weile mit Roblox Studio rumprobiert habt, dann wird's jetzt Zeit für euer erstes Spiel. Baut doch euer Zimmer, eure Wohnung, euer Haus nach und macht ein Jump'n'Run-Game draus. Das habe ich mal mit unserem So Many Taps Studio gemacht. Ich habe da tatsächlich zuerst einfach unser Studio gebaut und während ich das so gebaut habe, ist mir die Idee dazu gekommen, dass man doch da lustig drin ein Jump'n'Run-Spiel machen könnte. Und deshalb habe ich zuerst diese Passage unterm Bett gebaut, weil ich dachte, es wäre lustig, wenn man zuerst unten lang geht und dann sich so durch den Raum durcharbeitet. Und am Ende steht man dann auf der Kamera und hat quasi den Blick, wie es auch in den Videos aussieht oder zumindest so ähnlich. Das erste, was ich gemacht habe, ist tatsächlich Tutorials durchgemacht auf der Seite von Roblox. Also, dass es hier quasi so einen kleinen Parcours gibt, wo man so um die Ecken gehen muss und nicht runterfallen darf. Das habe ich in ganz, ganz vielen anderen Obbys auch gesehen. Dann kommt man hier oben aufs Bett und dann wollte ich einfach, dass man einmal durch den ganzen Raum durchspringen kann. Und statt da einfach Plattformen zu nehmen, habe ich gedacht, ich nehme irgendwelche Gegenstände, die es schon mal in Videos von uns gab. Also zum Beispiel die Banane, dann das goldene Telefon, den goldenen Router. Herr Toaster ist natürlich auch mit am Start und die Katzenkopfhörer. Und über die springt man dann so einmal durchs ganze Studio. Und hier, ja, was habe ich mir hier eigentlich bei gedacht? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Ja, die ganzen Modelle, die ich hier drin habe, davon habe ich kein einziges selber gemacht. Die sind alle in Roblox schon drin, die haben andere UserInnen schon gemacht und ich kann mir die ja einfach raussuchen. Also ich habe tatsächlich einfach nach Katzenkopfhörern gesucht und dann gab es die. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie lang das alles so gedauert hat. Es waren mehrere Abende, Nachmittage, vielleicht so insgesamt 10 Stunden, würde ich mal schätzen, mit Ausprobieren und Rumprobieren und Sachen rumschieben. Kommt so ungefähr hin. Ich habe mir gedacht, lasse ich doch gleich mal eine Expertin ran. Also habe ich meine Kollegin Sophia gefragt, ob sie mit mir So Many Jumps spielen möchte. Sophia ist Game Designerin, das heißt, sie konzipiert die Level und Welten, die ich dann code. Los geht's! Okay. Genau, ich sag dir erstmal auch nicht großartig, was man machen, okay, machen muss. Das findest du vielleicht selber raus. Genau. Was man tun. Ja, den Pfeil finde ich schon mal gut. Das sieht so aus, als sollte ich da langlaufen. Das Rot sieht auch schon mal aus, als wäre es tödlich, aber ich probiere es. Ah ja. Ja, zum Jumping-Part kommen wir gleich. Ich meine, die Lernkurve ist hoch. Bin überrascht, dass ich vorhin so gut in Anführungszeichen durchgekommen bin. Nein, das gibt's doch nicht! Gibt's nicht einen Cheat? Das kann ja nicht wahr sein. Ja, sehr gut. Ja, cool. Boah, also Mann, Fazit, das war viel zu schwer. Gott. Was ich nicht in dem Spiel eingebaut habe, sind Ingame-Käufe. Die gibt es aber zum einen auf der Plattform selbst, zum Beispiel damit ihr eurem Avatar Kleidung kauft, zum anderen aber auch in den einzelnen Spielen, da könnt ihr euch dann zum Beispiel Moves oder Haustiere kaufen. Die EntwicklerInnen kriegen rund 25% davon, etwa 25% geht an die App-Stores und über 50% an Roblox selbst. Meine Meinung, das ist echt krass viel Geld, was Roblox da kriegt. Zum Vergleich, Steam behält nur 30% und selbst das finden viele EntwicklerInnen schon zu viel. Epic dagegen
dagegen behält 12% und hat mit Core Games jetzt auch einen Roblox-Konkurrenten in den Store aufgenommen. Roblox hat noch ein anderes Problem, denn leider sind ja auch richtig krasse Kriminelle unterwegs. Gangster ist am Mikrofon. Was willst du tun? Ich bin ein echter Gangster. Ich mache krasse Roblox-Hacks. Was willst du tun? Die meisten Scams sind simples Social Engineering, zu Deutsch Beeinflussung. ScammerInnen überreden SpielerInnen dazu, ihnen wertvolle Ingame-Gegenstände zu geben und versprechen was Tolles dafür, meistens einen noch wertvolleren Gegenstand. Und wenn sie das gewünschte Item dann bekommen haben, dann machen sie sich einfach vom Acker. Ich bin ein echter Gangster. Ich klaue kleinen Kindern die Haustiere. Was willst du tun? Es gibt YouTube-Tutorials dazu, wie man am besten bei Adopt Me betrügt. Und die Fandom-Wiki von Adopt Me listet über 30 verschiedene Arten von Scams auf. Immerhin, Roblox bietet auch ein Handbuch für Eltern an, in dem über Betrug aufgeklärt wird. Und ihr könnt BetrügerInnen auch direkt im Spiel melden. Nach ein paar Stunden mit Roblox Studio kann ich sagen, Roblox macht's einem schon echt leicht. Über die Steuerung der Figur, Kamera und viele andere Sachen muss ich mir keine Gedanken machen. Im Editor hatte ich schnell Erfolgserlebnisse. Es gibt viele vorgefertigte Models. Wer also keine Erfahrung in 3D-Modellierung hat, kann trotzdem Level bauen, die cool aussehen. Aber geht nicht mit der Erwartung ran, dass ihr jetzt in 2 Stunden den neuen Hit programmiert. Ich habe mich teilweise schon echt sehr dumm gefühlt, als sich ein Block absolut nicht so bewegt hat, wie ich das wollte. Und das ist auch voll normal, auch mit meinen 5 Jahren als Entwicklerin. Das Gute, es gibt echt viele Tutorials. Schritt für Schritt und mit ein bisschen Geduld kriegt ihr das hin, was ihr möchtet. Die Programmiersprache von Roblox ist sehr anfängerinnenfreundlich, die Community ist sehr groß und für eure Freundinnen ist es super einfach, euer Spiel auszuprobieren. Und als Entwicklerin mit ein wenig Erfahrung kann ich euch sagen, User-Testing ist echt wichtig in der Spieleentwicklung. Denn ihr findet diesen einen Sprung super einfach und wisst natürlich genau, wo ihr langlaufen müsst, aber eure Freundinnen nicht. Wo ich allerdings noch Bauchschmerzen kriege, ist, wie das Geld bei Roblox verteilt wird. EntwicklerInnen sollten für ihre Arbeit fair bezahlt werden und das sind die 25% meiner Meinung nach nicht. Dazu ist das Interface von Roblox Studio auch alles andere als zeitgemäß. Roblox ist zwar ein guter Einstieg, aber auch andere Engines wie Unity sind nicht unbedingt komplizierter zu lernen. Was denkt ihr? Ist Roblox die Zukunft des Gamings oder ist das nur ein vorübergehender Hype? Schreibt es uns in die Kommentare und lasst uns diskutieren. Mich interessiert voll, was ihr darüber denkt. Ich bin ein echter Gangster. Ich klicke auf Abonnieren. Was willst du tun? Das Gleiche. Ich bin ein echter Gangster. Ich schaue noch das Ingame-Käufe-Video von Anne und mir. Ich bin ein echter Gangster. Ich klicke mich in das neueste Video von Game 2 mit dem Report, in dem sie erzählen, wie die Gaming-Branche die Pandemie handelt. Super interessant, klickt euch mal rein. Was willst du tun?